Hier war ja ein Kind und das hatten wir schon. Auf sie mit Gebrüll. Alter, die Katzen alleine, wo? Deutsche Ergebenheit, ja. Irgendwie macht Stan keinen Schaden. Was? Was? Bluthungsscham, willst du mich verarschen? Blutungsschaden, Alter, nur durch so Schreien. Stan macht nur noch so Schaden durch das normale Vorstechen nicht mehr. Piss dich. Ich will jetzt hier eigentlich nichts einsetzen an Tränken oder sowas. Ja, Stan macht das jetzt mal eben fertig hier, komm. Sehr schön. Sehr schön, das haben wir auch hinter uns. Katzen haben auch Geld dabei und so ein paar wunderschöne Armbänder, die verkaufen wir aber ganz schnell. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Skill up. Hier ist auch keiner mehr. Ich hätte nur so ein bisschen Ausschau, ob hier irgendwo vielleicht Kinder sein könnten. Ich gehe mal hier ins Polizeipräsidium rein, in die Polizeistation und wir schauen mal danach, ob da vielleicht irgendwie ein Kind versteckt ist. All I did was ask the guard about Gorditas and he put me in a chokehold. Jeez. Können wir echt hier weit so rein? Wow. Neue Quest, besiege Schweinewehrmann. Ey, das war einfach hier so reingehen können, Alter. Wie geil ist das denn bitte? Hier können wir nichts machen. You don't talk, huh? Me neither. That's why they won't let me out. Alles klar, wir... Come on a quieter day, I'll take you on a ride along. I'll be way more careful than I was with the last kid. Hey kid, find the key and bust me out of here. Bin unterwegs. Können wir den hier schlagen, den Polizisten? Sick, dude. Können wir, aber hilft nicht viel. Okay. Da hängen so ein paar Schlüssel, ich weiß nicht, kann ich die hier irgendwie abschießen? Ne. Gut, dann gehen wir hier wieder raus. Wir schauen uns mal hier so ein bisschen um. You seem like a pretty nice kid. Bin ja, ich bin richtig nice. Ich bin Oberboss von allen. Ich hau alles kaputt. Ich bin Khan. Deswegen auch die Klamotten. Nee, ich brauch nichts. Der ist vermisst. Der, die, das ist vermisst. Ich erkenne da nichts. Alter, was? Okay, gut, wir wissen Bescheid. Guck mal. Sehr. Na. Hä, ich... Ah, jetzt komme ich da hoch, okay. Haha, perfekt. Ja, Mann, was für Kleidung, ey. Schlagstöcke, gib ihm. Kann man leider nichts machen. Oh, das nehmen wir einfach mal alles mit hier. Kunstbad. Sehr schön. Ja, mein Kunstbad bekommen. Einmal das. Schlüssel zur Gefängniszelle, da ist er ja. Den brauchen wir ja. So, das nehmen wir mal eben mit. Können wir da auch weiter reingehen? Achso, ja, die ist noch zu, genau. Dude, what'd you eat? Burritos. Und Enchilitos. Ich habe nur, möchte nur, dass ich die vom neuen Taco Bell abbekomme. Möchte ich auch haben. Vom neuen Taco Bell.
So, einmal kurz die. Da war ja die andere Sonde schon. Ha, der Weihnachtsmann, wie geil. Oh, oh, oh. Well, looks like you caught Santa checking the police database to see who's been naughty. You wouldn't tell on Santa, would you? Wie geil, Alter. Erstmal Santa Claus, Mann. Easy. So, wir gehen wieder rein. Einmal zur anderen Seite. Ich glaube, zur anderen. Ging's zur anderen Seite überhaupt? Shubidubidubidub, damn. Ah, hier bei der Treppe zur anderen Seite. Weiß ich gar nicht. Ja, ging es. Perfekt. Geld und klebriges Netz. Ah, aha. Heiltrank und nochmal Geld. Kohle ist wichtig. Ach, wen haben wir denn da? Die Kamera ist eigentlich alle ausgeschaltet oder so? Oder sehen die uns nicht, wenn wir hier rumstolzieren? Ah, perfekt. Dann gehen wir mal hier hoch. Bandit, Bartschatten, Glitzerschmuggler 1, Buckyball-Magnete und Schamhaar? Hat er auch Schamhaar dabei? Hätte es nicht ganz lesen können. Hier ein Fotoapparat, hier ist noch ein bisschen Zeug zum Kaputtschlagen. Was uns irgendwie nicht viel hilft. Eine Hand, ein Telefon. Hihihi, finde ich auch. So, und ich würde sagen, wir gehen wieder runter. Und machen mal die Gefängniszelle auf. Wenn er uns zusammenschlägt, kloppen wir ihn kaputt. I swear Rupper Stomper had a couple more years on his sentence. But you do have the key. Thanks. Now finally I can go see a Disneyland that hasn't been stuck into prison in some kid's asshole. Alles klar. Mach, was du nicht lassen kannst. Solange es in meiner Stadt nicht passiert, ist alles gut. Sonst gibt's auch Schnauze. Gut, wir gehen weiter. Wir gucken mal. All I did was ask the guard about Gorditas and he put me in a chokehold. Jeez. Ist gut. Ist alles gut. Wir plündern nur ein bisschen. Hier tippelt doch irgendwo einer in dem Bereich. Kann doch keiner erzählen, dass da keiner ist. La 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 la. Nein, da ist auch kein Fach, was ich benutzen kann. Okay. Excuse you. Nein. Excuse us. So, wir können hier hinten. Ah, hier hinten ist auch noch ein Fach. Sehr schön. Das nehmen wir auch gleich mit. Gesundheitsfang, Geld. Sehr schön. Die Uhr ist stehen geblieben. Wahrscheinlich vor 15 Jahren. Penis-Phantombild. Alles klar. Gut, wissen wir Bescheid. Das wird auch noch gesucht, das Viech. So, dann gehen wir wieder raus. Wir haben das komplette Polizeidepartment oder Präsidium oder Station einmal abgeklappert. Send them back to Germany, I say. Hier war doch noch so ein Nazi-Zombie, oder nicht? Hab ich doch gesehen. Dann machen wir uns weiter auf die Suche nach dem Unbekannten. Ich suche eigentlich erst noch ein Kind. Das Kind suche ich eigentlich noch. Da oben muss ich noch irgendwie hin. Ah, die Tür ist die Tür offen? Ah, benötige ich Schlüssel zur Nachrichtenredaktion. Alles klar. Gut. Hallo, 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 hallo. Dann nicht. Dann nicht. Unfreundliches Pack auf der Straße. Muss man immer erst das Schwert schwenken lassen, bevor hier irgendwas passiert. So, wir gucken mal hier rein. Boah, gucken wir mal, was hier los ist. Stop staring at me. It's creepy. Echt? Bist du dir sicher? Ganz sicher? Wirklich sicher? Dass es wirklich ängstlich ist? Nicht ängstlich. Creepy? Bin ich hier eher so creepy?
Ne? So eine richtige Deutsche, wie man die sich die vorstellt, ne? Nur am Arbeiten. Ich will da rein. Ist bestimmt irgendwas Schönes versteckt. Ja, sonst ist hier nix. Hier können wir auch wieder rausgehen. Dann gehen wir mal hier rein und schauen uns mal hier ein bisschen um. Oh Gott. Hey Big Nose, you should consider having some work done. Ich hab gar keine dicke Nase. Alter, was ein Sound, ey. Ich will da rein. Back again, I see. Let me show you our brochure. Eingriff auswählen. Alter, was? Wie teuer? WTF? Nein, Alter, wie teuer? Sehr schön. Oh, guck mal, wer da oben hockt. Weißt du was? Das machen wir mal ganz kurz. Habe ich getroffen? I am Stan Marshwalker, brother of wolves and badgers. Scheint so. Kätzchen. Ich wünsche dir noch alles Gute. Die Katze gerade gerufen, geschrien, Terror gestiftet. Alles klar, du bist trotzdem gleich down. Nach deinem Angriff. Oh, nach Stans Angriff. Stan, hast du gut gemacht. Sehr schön. Ist ja mal eklig. Ich komme an ihm nicht vorbei. Ich komme an fucking ihm nicht vorbei. Ah, ich kann aber hier auswählen, okay. Die haben wir, glaube ich, schon geöffnet, ne? Genau, die haben wir schon geöffnet. Hey, what's up? Skid up, Mann. So, wir gehen mal in die Bank rein. Können wir immer noch so ein wunderschönes Ding jetzt abschließen? Wo sind das Geld wegklauen? Also, habe ich die jetzt gerade aufgesammelt? Echt? Ich habe gerade gefurzt und plötzlich waren die Stifte oben verschwunden. Die guckt aber manchmal fies, ey. Müsst ihr mal drauf achten. Ab und zu, da guckt, boah, guckt die fies, ey. Ach, wie schön. So, gut, wir quatschen mal. Welcome to the Bank of South Park. Would you like to invest money with us today? Nein. Sorry, kid. Come back when you have some money to invest. We should hang out. Ja gut, weiß ich Bescheid. Aber ich brauche Geld. Ich möchte mir neue Sachen kaufen und mir ein neues Schwert leisten können. Da kommen wir noch nicht rein. Also geht's einfach weiter zum nächsten. Gehen wir mal hier rein, was hat dieser Laden denn zu bieten? Der sieht genauso aus wie die anderen zwei Läden, in denen wir schon drin waren. Mal, Stan weicht aus, der macht's vernünftig. Wenn ich schlagen will, weicht er aus. Sehr gut. Butters, der kriegt direkt immer voll ins Gesicht. So, was haben wir denn hier? Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Ja. Ich habe gesehen, wer jemanden geschwängert hat. Mein Vater hat meine Mutter geschwängert. Hi. Did you accidentally get someone pregnant? Ich möchte aber hinten in den Raum rein. Wir machen uns weiter auf den Weg. Is that you? Ja, das war ich.
Haben wir die Tasche schon geplündert? Na komm, müssen ein bisschen näher ran. Jetzt haben wir sie komplett geplündert. Perfekt, da war noch Macht drin. Gut, dass wir die vorhin verwendet haben, die Scheiße. Gehen wir mal ins Foto-Dojo. Gucken wir mal, was wir im Foto-Dojo alles finden. Ich glaube nicht viel, aber man kann es ja mal versuchen. Ja, ich habe mir das schon überlegt, aber ich denke, ich bin zu gut dafür. Gut, sonst ist hier einfach nichts zu holen. Alter, was? Das stellt man aus? Alter, leck mich all. Nein, eklig. Das stellt man doch nicht aus, Alter. Das wirft man weg. Cartman, Alter, was zum... Was zum Henker? So. Ich habe so das Gefühl, dass das Kind irgendwo hinten bei... Is it true you made an alliance with the goth kids? Ja, Mann. Haben wir gemacht. Hat auch funktioniert. Ich habe so das Gefühl, dass der hier in dem Garten ist. Das letzte Kind. Ah, oh mein Schornstein. Da können wir da irgendwie rein? Ja, Mann, da können wir rein. Da können wir sogar rein. Perfekt. Wir nehmen unsere Analsonde. Perücke mit Hartholle, eine Knappenrüstung und einen Holzgriff. Sehr schön, wir haben die Knappenausrüstung bekommen. Wie geil ist das denn? Ich finde die Kahn-Sachen aber irgendwie bisher am coolsten. Außer die Mönchsachen, die sind auch geil. Lol, den habe ich noch gar nicht gesehen, okay. Schon wieder Schamhaare, jawoll. Und Machttrank, der ist aber schon wieder voll. Können wir rein? Nein, wir können nicht rein. Es ist keiner zu Hause wahrscheinlich. Wir gehen mal auf die andere Seite. Schauen wir mal hier. Okay, ist auch keiner. Gut, dann sind hier keine Kinder. Wir gehen einfach mal weiter in die Richtung. Vielleicht schwirrt hier ja irgendwo ein Kind rum. Ich sehe jetzt keins, aber wir können ja mal... Machttrank ist wieder voll. Was ein Wunder. Ich glaube nicht, dass sie hier ein Kind versteckt haben. Oder dass das Kind sich hier versteckt hat. Glaube ich eher nicht. Da, wo das neue Taco Bell entstehen soll. Gut, sonst ist hier wirklich nichts zu holen. Alles friedlich. Alles so, wie man es sich vorstellt. Da kommen wir auch noch nicht rein. Also würde ich sagen, das Geld holen wir uns mal eben schnell. Na komm. Weißt du was, wir schauen im City Walk nochmal vorbei, nachdem wir uns mal die TM genommen haben. Lalalalalalala. So. Jetzt gehen wir erstmal in City Walk rein. Vielleicht findet sich ja da noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten. If you ever want some hey, no fighting in here! See Dr. Tom. He's the hey, no best. Fighting in here! Entschuldigung. Oh, was nehmen wir denn? Das nehmen wir. Only thing we're serving today is Mongolian beef. Mongolian beef, so good. Oh, I just love it. Oh, hello, Mongolian. Alles klar. Shh, Mongolians are watching. They conquered me last week. Act natural. Oh yeah, Mongolian beef. Mmm, so tasty, right? Wow. Alles klar. Oh, hey, gross. Don't eat it. You eat a Mongolian beef, you shit your pants for 5 days. All right, Mongolian. Please, you gotta help me out. The Mongolians all live like rats in the tower of a piece next door. I'll keep the adults occupied here. You go top a tower and beat up all their kids.
beat up all the Mongolian kids. Then Mongolian think this neighborhood not a safe place. They move away. Go, go, beat up the little Mongolian kids. Oh, hello, Mongolian. Mongolian beef smell like a Rhino Richie's asshole. Alles klar, wir wollen erstmal gucken, was wir zu kaufen haben. Okay, nur Essenssachen, ja gut. Schlüssel zum Friedensturm, jawohl, perfekt. Wir können hier rein? Nein, können wir nicht. Okay. Shouldn't you be in school? Wir schauen aber erstmal um, ob wir vielleicht noch irgendwas hier finden. Vielleicht sind ja die Mongolen wieder weg. Wir gehen mal gucken. Ja, sie sind wieder abgehauen. Sie sind wieder abgehauen. Alles gut. Er sitzt ganz alleine da. Dude, was los? Okay, wir gehen dann erstmal in den Turm des Friedens, also in den Friedensturm rein. Ich muss die Dinge einfach mitnehmen. Tower of Peace. Ja gut, dann stürmen wir da hoch. Big mistake. Alter, die Augen, wo? 2000 und 2000, alles klar. Sehr schön. Angriff verringert, Fähigkeit verringert. Stell brennt. Ich würde sagen, hier sind ein paar. Ich möchte jetzt mal gucken, ob jetzt Angriff und so erhöht wird und das hier komplett weggemacht wird oder ob das einfach wieder zu null wird. Ja, oder so. Ja gut, so kann man das natürlich auch machen. Nehmen wir erstmal den da. Schwupp ist er down. Ja, Stan braucht jetzt eigentlich nix, also den ist einfach nur eine Standardattacke, gib ihm. Oh, schreit er für mich mit. Das finde ich aber nett. Braucht er nicht. Wir hauen die einfach mal so platt und alles ist gut. Hätten wir auch ohne den Trank geschafft, aber ich bin Level 13, jawohl. Jawohl, meine Lieben, jawohl, wir sind Level 13. Ich überlege jetzt echt zurückzugehen, um mir das Schwert zu kaufen. Damit wir das einfach ausrüsten können, wenn wir Level 14 sind. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Einfach mal zurückgehen. Dann nehmen wir diesen Turm einfach so als Kampfturm. Können wir nochmal ein bisschen Geld sammeln, so. Hihihi. Man muss ja bei Geld bleiben. Jimbo! Onkel Jimbo! Hallo, Onkel Jimbo! Warte, was ist eigentlich hier? Ah ja, die Bar. Stimmt ja. So, das war's. Aufwertung ist auch verfügbar, aber das machen wir gleich. Jimbo, 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 Onkel Jimbo, Onkel Jimbo, oh Jimbo, Onkel Jimbo. Onkel Jimbo, ich brauche eine neue Waffe. Ja, ja, ist ja gut. Onkel Jimbo, ich brauche eine neue Waffe. Oha. 75, Alter. Ach du Scheiße. Wir schauen mal, was... Das ist schnell weg. So. Kann ich eigentlich hier auch einfach nur Enter drücken? Ne, das funktioniert natürlich nicht. Jawohl, wir haben 75. Jawohl. Und jetzt einmal die Stapel verkaufen. So. Ich stell die glänzenden Stiefel weg. Kaufen, Waffen, Superkatana. Jetzt sparen wir natürlich noch für die fehlende Armbrust. Und dann haben wir, glaube ich, die stärksten Waffen. Das kann sogar wirklich sein, dass das dann die stärksten Waffen sind. Was bist du? Was bist du?
Oh, ja, deutsche was? Deutsche was? Ja, ja, komm. Brenn nieder. Danke. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, Aufwertung ist auch verfügbar. Wir klicken mal einmal ganz kurz drauf. Level 14er Katana. Können wir das schon ändern? Jawohl, das können wir sogar schon ändern. Verstärkt jeden Angriff mit Waffen um 80 Schaden. Ich bin aber trotzdem für den Feuerschaden. Der wird dann auch auf jeden Fall draufkommen. Angriffe ignorieren bis zu 100 Rüstungen. Alter, was? Alter, was? Erstmal wieder hier die ganzen Ausrufezeichen wegmachen. Ich mag die ja nicht. Glitzerschmuck, Alter. Oh. Ja, Mann, Bling Bling Boys in the house, Mann. Sehr schön. Ah ja, ich wollte auch aufwerten. Fähigkeiten. Noch ein Punkt verfügbar. Alles klar, jetzt geht das aber hier ratze fatze. So, dann stürmen wir den Tower of Peace. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass die dadurch gerufen werden. Wie nicht? Wie? Warum? Schwächlinge. Guck das doch mal an, Alter. Die brennen ja schon vor Angst nieder. Schön, Stan. Sehr schön. Und den anderen natürlich auch. Einmal schön mit dem Schwert. Hoho, den. Alter, die Lache, ey. Die Lache zu geil, ey. Falsche Attacke, stimmt. Entschuldigung. Macht nix. Weißt du was, wir spielen jetzt eine Runde Ball. Stan muss den Kill einfach machen, weil Stan hat es vorhin die vorherige Runde versaut. Dann musste er das einfach nochmal machen. Mongolenbogen haben wir frei bekommen, die Waffe. Jawohl. Hier ist übrigens eine Truhe, die können wir noch nicht öffnen. Lol. Oh, von beiden Seiten direkt. Ah, da ist ein Schlüssel. Ey, komm her. Ich weiß nicht, was die machen, aber es sieht cool aus. Einfach mal anzünden, die Dinger. Können wir hier hinter und dann zum Schlüssel? Sehr schön. Schlüssel zum Mongolenschatz. Ist das vielleicht diese kleine Truhe hier? Man weiß es noch nicht. Da kommen wir auf jeden Fall nicht dran. Kommen wir von hier dran. Ah, Mongolenschatz. Flammenschwert Level 3 und Mongolenbart. Dass die alle so low sind, so Level 3 und so. Aha, nicht schön. Wir gehen einfach mal höher. Oh, nice. A door puzzle. Don't be starting shit with us. Bogen. Die könnten uns gefährlich werden. Wir nehmen trotzdem erstmal den da. Ich finde die Lache einfach zu geil, Mann. Oh nein. Fähigkeit verringert, Angriff verringert. Was? Perfekt abgewehrt, sehr schön. Auf ihm mit Gebrüll.
Und Stan, du auch. Sehr schön, beide erwischt. Ja, jetzt brenne ich auch, ey. Nicht gut. Angriff erhöht, jawohl. Der erste ist down. Den nächsten haben wir auch komplett kaputt hier. Und damit ist das auch schon mehr gewonnen. Ja, so ist auch richtig. Müssen wir auch. Einmal weg mit den Dingern hier. So, muss ich von hier einmal außen rum. Und einmal das nehmen und einmal friedlich wie ich bin. Drachenschwanz, ein Questgegenstand. Alles klar, ja, ach ja, ach, den muss ich ja, stimmt, den muss ich ja hier hinsetzen wahrscheinlich, ne? Perfekt, so, einmal dahin schießen. Einmal dahin schießen. Und die Tür ist offen. Sehr schön. Wir gehen ins nächste Stockwerk und erklimmen den Turm weiter. Wie ist das Pferd hier rauf? Wie sind die Pferde? Wo kommen die her, Alter, mit den Pferden? Fliegen die oder was? Das Pegasusse oder was? 14.000, willst du mich verarschen? Alter, was ist das? Ah, das ist nur eine komplette Horde. Ja, dann geht das ja noch. Ich dachte, jeder Einzelne hätte so viel, Mann. Was zum... billige Attacke. Los. Stan, keine Sorge, wir haben einen Heiltrank für dich. Oh, wir brauchen Heiltränke. Fällt mir auf. Holen wir uns gleich noch. Wir machen die erstmal vorher fertig hier. Stan ist down. Nein, Stan, nein. Okay, wir machen die fertig, komm. Bye.